Herr Präsident, wie Sie eben schon ansagten, es geht um eine Erklärung von Rat und Kommission zum übermäßigen Einsatz gegen Flüchtlinge und Migrantinnen, und zwar vor dem Hintergrund des Falles Mafda. Um den Kollegen das hier noch einmal zu vergegenwärtigen, Mafda ist ein zweijähriges Mädchen aus dem kurdischen Teil des Iraks, das vor kurzem während einer Verfolgungsjagd auf der Autobahn in Belgien erschossen worden ist. Obwohl die Untersuchungen noch laufen, hat die Staatsanwaltschaft allerdings auch klargestellt, dass es eindeutig ist, dass das Mädchen durch eine Kugel durch die Polizei gestorben ist und dass im Kleintransporter, der verfolgt worden ist, keine Waffen gefunden wurden. Mir ist natürlich klar, dass es hier zum einen um eine Frage geht, die in Belgien geklärt werden muss. Zum anderen macht aber insbesondere auch der Umgang mit den sogenannten Transmigranten deutlich, dass die Fragestellungen viel weiter gehen. Also für uns stellt sich einerseits die Frage, wie kann es sein, dass ein Auto 70 Kilometer verfolgt wird, um dann auch noch beschossen zu werden, obwohl klar ist, dass dort Flüchtlinge drin sind, die um ihr Leben bangen. Und zweitens geht es für uns dann schon um die Fragestellung, wie eigentlich generell mit sogenannten Transmigranten umgegangen wird. Und das ist ja letztendlich auch eine Folge der Dublin-Verordnung. Wir haben uns hier als Parlament mehrheitlich und ganz klar für eine Reform ausgesprochen. Wir brauchen diese Debatte erneut, um das anzustoßen und klarzumachen, dass eben genau solche Folgen passieren können, wenn letztendlich nicht hier klare Verhältnisse mit geschaffen werden. Und wir verweisen darauf, dass die repressive Asylpolitik Schlepperbanden verstärkt, und sie profitieren von dieser Verzweiflung, insbesondere natürlich von Flüchtlingen und Migranten. Und ohne legale und sichere Wege Asyl zu beantragen, werden wir unserer Verantwortung auch hier im Europäischen Parlament nicht gerecht. Wir müssen dieses Recht durchsetzen, dass es möglich ist. Wer legal Asyl beantragen will, muss das auch tun können. Er muss das tun können, ohne Gefahr zu laufen, dabei sein Leben zu verlieren. Danke.